Wir wollen bei uns im Vorratsraum so ein Regalsystem installieren und gucken jetzt gerade, welche Teile wir dafür brauchen. Zusammen ist es Montag früh und wir waren schön beim Baumarkt, haben einige Sachen für den Vorratsraum geholt, ein Regalsystem. Wir haben aber noch nicht alle Teile geholt, weil wir erstmal ausprobieren müssen, wie wir das dort an der Wand anbringen, denn wir haben dort eine Schräge. Dann haben wir noch eine Lampe für den Vorratsraum geholt. Wie wollen wir heute noch zu Ikea? Da wollen wir einige Dinge für verschiedene Räume besorgen. Da müssen wir wahrscheinlich auch einen Transporter für mieten. Wir haben uns heute noch vorgenommen, das Gäste-WC fertig zu machen. Uns ist da ja ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar nachdem ich frisch gestrichen hatte, am Donnerstag war das, glaube ich, wollten wir am Freitag schon den neuen Spiegel dort aufhängen. Wir haben uns aber leider etwas vermessen, sodass das Kabel so ein Stück über dem Spiegel rausgeschaut hat. Das war natürlich nicht so hübsch. Dann haben wir aber gedacht, nee, okay, komm, dann holen wir die Schraube mit dem Dübel direkt raus und machen das zu und bohren halt drüber. Dann hat mein Freund angefangen. Er hat dann die Schraube ein kleines bisschen in den Dübel reingedreht, weil so kann man nämlich die Dübel besser rausziehen. Und dann hat er rausgezogen. Ja, und die halbe Wand halt mit. So. Die Wand dort ist einfach so eine Rohgipsplatte. Und da hat er halt richtig schön so ein Stück Wand mit rausgezogen. Auf jeden Fall, ich kann es euch mal zeigen, wie groß das Loch ist, weil es riesig ist. Das hat er aber schon gestern mit Spachtelmasse zugemacht. Wir haben auch extra Schleifpapier geholt, um das abzuschleifen. Dann werden wir streichen. Hoffen, dass man keinen Farbunterschied großartig sehen wird. Nee, vorher machen wir aber erstmal das neue Loch. Genau. Aber jetzt fahren wir erstmal nach Hause, um die ganzen Sachen aus dem Baumarkt abzuladen und dann den Kofferraum für Ikea frei zu haben. Gerade einiges besorgt, wonach wir gesucht haben. Bei der Warenausgabe wollten wir uns eigentlich einen kleinen Transporter mieten für heute. Und währenddessen ich gerade geschaut habe, kam dann ein Mann auf mich zu und meinte, ja, hat das schon geklappt mit dem Mieten? Meinte ich halt, nee, ich gucke gerade erst noch, wie viel es eigentlich kostet bei euch etc. Meinte er so, ja, wenn ihr mögt und Hilfe braucht, ich weiß ja nicht, wie groß die Teile sind und wie schwer, dann kann ich euch auch gerne helfen. Wir haben halt so einen Service, dass wir euch die Sachen dann nach Hause bringen und ich kann dir dann auch dabei helfen, die Sachen hochzutragen. Mein Freund und ich haben uns dann kurz beraten, ob wir das machen wollen und dachten uns dann, ja klar, warum nicht, weil wir haben nämlich auch ein paar schwere Teile dabei, die nämlich nach oben müssen. Ich zum Beispiel würde es nicht schaffen, das mit ihm hochzutragen. Da haben wir dann auf die Ware gewartet, da hat er sich noch einen Kaffee geholt. Dann wurden wir total misstrauisch. Er hat mich nämlich auch gefragt, habt ihr schon bezahlt und wartet ihr schon auf eure Ware? Es hätte ja auch irgendwie jetzt sein können, dass es irgendjemand ist, der dann einfach unsere Sachen einpackt und mit denen halt wegfährt, ne? Das wäre natürlich nicht so cool. Da wir aber auf einem Auto gekommen sind, haben wir uns gesagt, dass ich jetzt halt schon mal mit dem Wagen vorfahre. Wir haben die Kleinigkeiten schon mal hier mit reingepackt. Mein Freund fährt dann mit dem Ikea-Mitarbeiter oder ich weiß nicht, ob der zu Herz gehört. Auf jeden Fall, der hatte auch so eine Warnweste von Ikea an, die ich dann später gesehen hatte. Mit dem fährt er dann zusammen in den Transporter zu uns nach Hause. Dann tragen sie zusammen die Sachen hoch. Bei Ikea haben wir jetzt fürs Gästezimmer eine Schlafcouch geholt. Dann haben wir eine von den langen Arbeitsplatten geholt, weil wir daraus für meinen Freund einen Schreibtisch machen. Für den Einbauschrank im Flur haben wir noch eine Garderobenstange geholt, ein paar Kleiderbügel, damit wir dort Jacken und Mäntel aufhängen können, auch wenn mal Gäste da sind, weil wir sonst tatsächlich keinen Platz dafür haben. Wir sind jetzt gerade zu Hause rein. Es hat alles wunderbar geklappt. Möbel und mein Freund sind heil angekommen.
Der Typ, der uns da von Ikea geholfen hat, der war super lieb. Jetzt müssen wir erstmal alles irgendwie reinbringen, hier ein bisschen Ordnung schaffen. Machen wir weiter mit den Sachen, die wir uns heute vorgenommen haben. Gäste-WC und Vorratsraum. Aber jetzt mache ich gleich noch kurz was zum Essen. Wir haben nämlich noch Pelmeni zu Hause im Kühlfach. Immer ein Lebensretter in solchen Situationen. Das spielt verrückt, das schneit einfach gerade in Hamburg. Das ist der kleine Unfall, von dem ich erzählt hatte, wo wir eigentlich hier eine Lampe anbringen wollten, dort ein wundervolles Loch gebohrt haben, die Lampe aufgehangen haben, die dann aber doch so ein Stück zu tief hing. Also die Lampe hing dann hier. Und das Problem ist nämlich, dass dieser Spiegel an einem Lederband hängt. Und als wir es Probe gehalten und ausgemessen haben, haben wir anscheinend das Lederband, ich sag mal, nicht auf die richtige Spannung gebracht. Naja, und dann hat mein Freund ja versucht, die Schraube und den Dübel daraus zu ziehen. Das hatte ich ja alles schon erzählt. Damit versuche ich das jetzt ein bisschen glatter zu reiben. Dann nochmal drüber streichen. Und oh mein Gott, bitte drückt mir die Daumen, dass die Farbe gleichmäßig trocknen wird und man am Ende nicht viel davon sehen wird. Ich versuche jetzt mein Bestes hier, das wieder irgendwie in Ordnung zu kriegen. Gott sei Dank. Wenn ihr etwas nachstreichen wollt, aber gerade nichts zur Hand habt, um die Farbe dort aufzufüllen, und ihr nirgendwo Platz habt, den großen Farbeimer hinzustellen, dann nehmt einfach eine Pfandflasche, die ihr gerade habt, schneidet die einmal durch, dort könnt ihr dann die Farbe einfüllen und dann mit dem Pinsel reingehen, nachstreichen und es direkt entsorgen. Deckt auf jeden Fall, sieht gleichmäßig aus. Ich bin gespannt, wie das morgen aussieht. Dann gucken wir mal, ob ich dann nochmal drüber gehen muss oder ob wir den Spiegel endlich aufhängen können. Wir dachten echt, dass wir diesen Raum am ersten Tag schon fertig machen können, aber war nicht so. So ist das Leben auf der Baustelle. Hallo zusammen, mittlerweile sind wir schon fast eine Woche in der Wohnung drin. Eigentlich würde ich gerne noch etwas hier im Wohnzimmer und im Schlafzimmer streichen. Einfach nur zwei Akzente setzen, aber ich weiß nicht. Nein, ich streiche gar nichts hoch. Mein Freund hat sein Büro gestrichen, da hat er zwei Wände gestrichen bei sich. Und ich habe das Gästezimmer übernommen. Ja, das war das erste Mal, dass wir gestrichen haben. Und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, das war das erste und letzte Mal. Das war das erste und das letzte Mal. Ich fand es so unglaublich anstrengend. Ich habe mir das total easy und spaßig vorgestellt, aber nein. Also ich fand es echt anstrengend. Kann aber auch was damit zu tun haben, dass ich auch noch mitten in meiner Erkältung gesteckt habe. Ja, mein Freund fand es aber auch irgendwie nicht so cool. Die letzten Tage haben wir uns dann damit beschäftigt, für den Vorratsraum ein Regalsystem zu besorgen. Das ist auch wirklich genauso geworden, wie ich es mir immer gewünscht habe. Aber jetzt stehen hier auch immer noch so viele Sachen herum. Wir haben uns halt an der Wohnfläche verdoppelt. Daher müssen wir auch noch einiges besorgen, das uns jetzt noch fehlt. Aber unsere Möbel haben soweit fast alle einen Platz hier im neuen Zuhause gefunden, was uns extrem freut. Ich habe tatsächlich, bevor wir umgezogen sind, in PowerPoint so ein bisschen
Einrichtungsdesign betrieben, sage ich mal so. Ich bin natürlich keine gelernte Innenarchitektin, aber so die Idee haben wir dann doch größtenteils umgesetzt. Hat ganz gut geklappt, aber wir müssen halt hier und da ein paar Kleinigkeiten abändern. Was aber völlig okay ist, ich bin auch überzeugt, dass auch wirklich alles seinen Platz erst mit der Zeit finden wird. Jedes neue Zuhause benötigt einfach Zeit. Und diese Zeit sollte man sich auch auf jeden Fall nehmen. In meinem alten Zuhause war es so, dass ich viele Dinge eher ein bisschen überstürzt habe, weil man diese Teile halt gebraucht hat, dann wurde schnell gekauft. Nach ein paar Monaten hat es mir dann nicht mehr wirklich gefallen. Es waren halt mehr so gezwungene Käufe, würde ich mal sagen, als dass ich mir einfach Zeit gelassen habe, um wirklich mir klar zu werden, was ich hier drin möchte und mir vielleicht auch einfach mal Pläne zu machen. Für solche Dinge möchte ich mir hier auf jeden Fall mehr Zeit lassen. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir fühlen uns extrem wohl hier drin. Es fühlt sich einfach richtig an. Es fühlt sich nach zu Hause an. Und dieses Gefühl hatte ich schon echt lang nicht mehr. Ach, dann war ich noch bei IKEA heute, weil ich noch einiges für den Vorratsraum geholt habe. Ich habe nämlich hier ein paar der Sammlerkörbe geholt. Ich habe mir auch so einen Telleraufsteller gekauft. Da bin ich aber gespannt, ob ich den für Pfannen verwenden werde oder ob ich es tatsächlich hier aufstellen werde, weil wir haben für die Küche ein ziemlich cooles Regal geholt. Noch ein paar Haken für genau das Regal in der Küche auch. Ach, und ich habe auch noch für das große Badezimmer einen Badetuchhalter gekauft. Oh, ich wollte noch einen Kuchen backen und meinen Freund damit überraschen. Ich war nämlich ja bei IKEA heute und da hatte ich WLAN und habe mir dann dort auf dem Parkplatz das Rezept rausgesucht, weil wir haben hier auch noch kein Kabelfernsehen und kein Internet. Und ich habe natürlich, bin ich ganz ehrlich, mein Datenvolumen in 2 Tagen verballert. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. 10 GB waren in 2 Tagen weg. Da habe ich mit meiner Mutter telefoniert und meinte, Mama, du, mir ist total langweilig, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich beschäftige mich halt hier im Haus die ganze Zeit mit Dingen, da ist auch genug zu tun. Auf jeden Fall meinte sie zu mir, mach doch deinem Freund irgendwie eine kleine Freude, weil er gibt sich so, so viel Mühe hier. Hier auch nochmal wirklich einen großen lieben Dank an meinen unglaublich tollen Freund. Alles, was er hier gemacht hat, währenddessen ich krank auf dem Sofa lag, bin so dankbar, dass er so Rücksicht auf mich genommen hat. Dabei bin ich auch jemand, der unglaublich gerne Möbel aufbaut und selber mit anpackt, halt diese ganzen handwerklichen Sachen macht. Das mache ich echt unglaublich gerne. Daher wird jetzt nicht weiter geschnackt. Ich habe nämlich noch einige vor heute. Aber ich glaube, dass ich als erstes den Kuchen backen werde, weil mein Freund auch bald nach Hause kommen müsste. Zeigen, was ich hier in die große Box eingepackt habe. Geschenkkarten, eine Luftballonpumpe, kleine Geschenktüten, Umschläge. Alles Mögliche, was ich so an Partydekoration habe oder Geburtstagsdekoration. Hier in diesem Aufsatz habe ich dann alles Mögliche an Bändern, die ich wiederverwenden möchte. Dann habe ich noch ein paar Bänder, die ich gekauft habe, hier auf solchen Rollen. Dann habe ich hier Sticker und sonstige Kleinigkeiten, die ich noch so habe, reingepackt. Und kleine Tools, die ich benötige. Tesafilm, hier ist ein Cuttermesser. Diese ganzen Sachen habe ich schon seit Jahren. Wenn ich Geschenke einpacke, gucke ich erstmal immer in meine Kiste, was ich hier alles so drin habe. Ich bin super happy, dass das jetzt alles in einer Kiste total übersichtlich ist. Dann habe ich hier noch solche Sachen, die da jetzt nicht mit reinpassen, weil sie zu lang und zu groß sind. Das Geschenkpapier werde ich einfach irgendwie dahinter legen. Und weiter geht's. Kann ja mal einer verraten, warum wir im 2-Personen-Haushalt so viele Servietten haben.